Hallo, herzlich willkommen im Glassroom beim Winterkongress der digitalen Gesellschaft. Mein Name ist Gianmaria Daffray und ich führe kurz über das Programm. Zuerst ein paar organisatorische Sachen. Falls Fragen sind, bitte nutzt dazu das Web-IRC, das wir haben. Der Vortrag, den wir haben, diskriminierende Algorithmen, technische oder soziale Fragen, wurde bereits aufgenommen. Wir lassen es nachher kurz abspielen. Die Vortragenden sind David Sommer und Linus Petermann. Im Anschluss, der Vortrag dauert ca. 30 Minuten. Im Anschluss haben wir noch kurz Zeit für eine Q&A-Session. Die Referenden stehen aber auch nach dem Vortrag noch in unserer Work-Adventure-Plattform zur Verfügung. Wir spielen jetzt den Stream ab. Herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Ich bin David Sommer, das ist Linus Petermann. Heute sprechen wir über den Einsatz und die Probleme von Algorithmen, vor allem in Bezug auf die Diskriminierung und das aus einer technischen und sozialen Perspektive. Damit übergebe ich an Linus Petermann. Ja, danke. Wir würden gleich einsteigen mit einem Beispiel, mit dem wir aufzuzeigen versuchen, wie so eine Diskriminierung über Algorithmen aussehen kann, wie sie funktioniert, welche Formen sie annimmt, aber auch welche Probleme dabei auftauchen können. Vorab, das Beispiel ist ein wenig plakativ und sicher unterkomplex, dient aber rein der Verständigung der Thematik. Bei dem Beispiel handelt es sich um einen Algorithmus, der eingesetzt wird von einem, sagen wir, Zürcher Unternehmen und der soll BewerberInnen prüfen und vorselektieren für die Bewerbungsgespräche. Der Algorithmus, der wurde trainiert an alten Bewerbungsunterlagen und der sucht darin nach Mustern, nach Attributmustern der Personen, die früher eingestellt wurden. Und erstellt daraus so gesagt ein Profil, das eben der optimale Bewerber, die optimale Bewerberin heute haben soll. Und dieses Muster, das ist charakterisiert dadurch, dass es vor allem Personen mit Schweizer Pass sind, die in Zürich wohnen und die zweisprachig sind, die eben eingestellt wurden früher. Und dieser Algorithmus, der trifft nun auf diese drei Beispielpersonen, die wir zusammengestellt haben. Und daran zeigen sich jetzt eben verschiedene Formen der Diskriminierung. Die erste wäre eine direkte Diskriminierung und die zeigt sich darin, dass natürlich der Algorithmus das Muster erkennt, dass eben es eine Korrelation gibt zwischen der Nationalität Schweiz und dem, dass die Person damit eingestellt worden sind. Das führt jetzt in unserem Beispiel dazu, dass die Person Pasquinelli selektioniert wird, währenddem Ulyanov und Lopez das nicht werden und die ja eben keine Schweizer oder eben nicht ausschließlich eine Schweizer Nationalität haben. Es gibt also eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung von den Personen aufgrund ihrer Nationalität und das stellt eben eine Form der direkten Diskriminierung dar. Jetzt die Lösung wäre natürlich hier einfach, dass eine technische Lösung wäre, dass man das Attribut Nationalität löscht und dann wäre eigentlich diese Form unterbunden. Die zweite Form der Diskriminierung, die ergibt sich dadurch, dass der Algorithmus auch ein Muster erkennt zwischen einer Einstellung und dem Wohnort Zürich, was bei unseren Beispielen dazu führt, dass wieder Person Pasquinelli ausgewählt wird, während dem Ulyanov und Lopez, die in Spreitenbach wohnen, eben nicht selektioniert werden. Es gibt also daher einen jetzt in unserem Beispiel gibt es einen starken Zusammenhang zwischen einer nicht-schweizerischen Nationalität und dem Wohnort Spreitenbach. Schlussendlich werden also die gleichen Personen wie eigentlich vorher im Beispiel mit der Nationalität ungleich behandelt, denn die Nationalität spiegelt sich auch in anderen Attributen der Person wider, die vordergründig natürlich neutral erscheinen. Und deshalb spricht man hier von einer indirekten Diskriminierung.
Was wäre jetzt die technische Antwort darauf? Denn man könnte vielleicht einen Wohnort löschen, aber es ist eben nicht immer möglich, so gesagt, alle Attribute zu löschen, weil dann kann keine Unterscheidung mehr gemacht werden. Und das zeigt sich eben dabei auch, dass es zunehmend komplizierter wird, so Diskriminierungseffekte darin irgendwie aufzudecken, aber auch zu verhindern. Was sich bei beiden Beispielen aber feststellen lässt, ist diese grundsätzliche Funktionsweise von Diskriminierung über Algorithmen, die nämlich vor allem daraus entsteht, dass der Algorithmus einfach alte Entscheidungsnormen der Personalverwaltung übernimmt und diese von Neuem anwendet. Und es ist eigentlich egal, ob jetzt die Personalverwaltung diese Entscheidungen bewusst oder unbewusst getroffen hat. Der Algorithmus, der reproduziert soziale Normen. Und diese Reproduktion, die führt eben auch zu einer grundsätzlichen Starrheit von Algorithmen, was eben zusätzlich noch einmal problematischer wird, wenn sich Normen wandeln. Ein Beispiel dafür wäre die gängige Praxis von Unternehmen, nämlich dass Frauen, von denen vermutet wird, dass sie bald schwanger werden könnten, nicht eingestellt werden. Und das wäre jetzt auch in unserem Unternehmen der Fall. Der Algorithmus erkennt natürlich diese Praxis in dem Zusammenhang von weiblichem Geschlecht, mittlerem Alter und einer Absage in den Bewerbungsunterlagen. Und er reproduziert diese wieder und jetzt auf unser aktualisiertes, modifiziertes Beispiel angewandt, würde das dazu führen, dass Frau Paschinelli in dem Fall eben nicht selektioniert wird. Jetzt diese Praxis, die hatte natürlich vielleicht noch nie eine gerechtfertigte Grundlage, aber es war lange eigentlich mehr oder weniger unumstritten, dass das okay ist, wenn das so gemacht wird. Aber gerade in letzter Zeit wird eben diese Rechtfertigung von Unternehmen, dass sie Frauen so ungleich behandeln können, zunehmend unsicher. Und es wird eigentlich immer stärker der Druck darauf, dass das eben eine diskriminierende Praxis ist, die Frauen nicht gerechtfertigt benachteiligt. Dadurch zeigt sich eigentlich, dass Diskriminierung eben nicht nur ein technisches Problem ist, das sich irgendwie durch Daten herumschieben oder so lösen lässt, sondern dass eben der Algorithmus Diskussionen um Diskriminierung einfach nicht führen kann. Er entscheidet sich nicht plötzlich anders, weil er etwas nicht mehr gerechtfertigt findet, sondern er reproduziert einfach. Eben darum, Diskriminierung ist nicht nur ein technisches Problem. Das Beispiel der Ungleichbehandlung jetzt von Frauen in diesen Bewerbungsverfahren, die zeigt auch, dass was diskriminierend ist, das ist eben grundsätzlich mal offen und es wird gesellschaftlich ausgehandelt, was eine gerechtfertigte oder eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung ist. Es gibt nicht immer die sachlichen Gründe, wieso man ungleich behandeln kann, sondern das wird eben eigentlich gesellschaftlich ausgehandelt. Und das zeigt nochmal abstrakter gesehen, dass Algorithmen eben stark von Vorstellungen darüber, wie die Realität funktioniert, wie die Welt und die Gesellschaft geordnet ist oder aussehen soll, geprägt ist. Das müssen sich diese HR-Leute in unserem Beispiel auch nicht bewusst sein, aber der Algorithmus wird sich nach dem richten, was er eben in den Zusammenhängen findet, die diese Entscheidung jetzt zum Beispiel produzieren. Und es gibt also immer eine Übertragung von Normen und individuellen und gesellschaftlichen Werten in die Technik, ob man das jetzt will oder nicht, so gesagt. Und im Rest des Vortrags möchten wir eben auf diese Punkte und Problematik, die jetzt kurz angeschnitten wurden, noch aus einer technischen, rechtlichen und noch vielleicht einer gesellschaftlich reflektierenden Perspektive genauer darauf eingehen. Und damit würde ich wieder an David übergehen. Ja, bei unserem Vortrag grundsätzlich werden wir jetzt über KI-Systeme, künstliche Intelligenz, verschiedene Begriffe dafür, Einsatz und Verbreitung sprechen und danach die technischen Grundlagen erläutern. Also wie funktioniert ein Algorithmus? Gibt es Problematiken oder Widersprüche, die sich nicht so einfach auflösen lassen? Danach
diskutieren wir rechtliche Grundlagen, was es gibt und was man noch machen kann, um dann abschließend die Perspektive zu öffnen für die Gesellschaft und die Politik, was wir auch aktiv machen können. Und mit einem Fazit, wo wir dann alles nochmal wiederholen, schließen wir dann ab. Genau, ich habe im Beispiel am Anfang ja von Algorithmen gesprochen. Es gibt aber eigentlich viele Namen für Systeme, die irgendwie etwas Ähnliches machen. KI, AI, Machine Learning Programme, neuronale Netzwerke sind einige davon. Wir werden uns aber einen anderen Begriff aussuchen, wie es ja schon im Titel steht. Und zwar eigentlich, weil wir einfach diese verschiedenen Begriffe, die KI bis zu neuronalen Netzwerken, ein wenig unklar finden und es nicht genau klar ist, was damit gemeint ist, beziehungsweise was eigentlich gemacht wird. Wir sprechen von ADM-Systemen und meinen damit Automated Decision-Making-Systeme, weil das eigentlich schon recht klar zeigt, was damit gemacht wird, nämlich dass Entscheidungen automatisiert werden oder eben Datenbearbeitungsvorgänge durch solche automatisierten Systeme gemacht werden. Dies der grundsätzliche und allgemeine Haupteinsatzzweck von solchen ADM-Systemen. Das ist die Effizienzsteigerung von Prozessen, denn sie ermöglichen natürlich eine Verarbeitung von viel größeren Datenmengen, als das zum Beispiel von Hand möglich ist. Und die Automatisierung, die ermöglicht dann eine Effizienzsteigerung. Zudem wird sich erhofft, dass eben dadurch, dass so Datenmengen bearbeitet werden können, dass man nicht mehr auf Expertenmeinungen oder Expertenbeurteilungen angewiesen ist und da eine Willkür hat, sondern dass durch die Datenmenge eine faire Beurteilung stattfinden soll. Ja, danke Linus. Nun, ich spreche jetzt über ADM-Systeme im Allgemeinen. Was wichtig ist, es gibt zu sagen, die Bandbreite ist enorm von diesen Systemen und sie werden vor allem da eingesetzt, wo eine Automatisierung von Entscheidungs- und Dienstleistungsprozessen stattfinden könnte. Aber da diese unterschiedlichen Bereiche wirklich so stark variieren, hat das auch ganz unterschiedliche Folgen für die Diskriminierung oder auch für die Effekte, die diese Systeme haben. Und um ein paar Beispiele zu nennen, Amazon hat, wie in unserem Einführungsbeispiel, ein System zur Vorselektionierung von Bewerbungen herausgegeben. Und das ist halt eine sehr technische Männerdomäne. Da wurden in der Vergangenheit sehr wenige Frauen eingestellt, was dann zur Konsequenz hatte, dass auch durch den Algorithmus sehr wenige Frauen empfohlen wurden. Ein positives Beispiel ist die Stadt New York, die setzt ein solches System ein, um die Gefährdung für Kinder und da Präventivmaßnahmen einleiten zu können und vernetzt dafür vor allem die Informationen von verschiedenen Departementen wie Polizei oder Sozialbehörde, die alleine sonst diese Fälle nicht erkannt hätten. Und die Stadt Zürich zum Beispiel teilt Schüler Schulhäusern zu mit einem derartigen automatisierten System, vor allem in der Hoffnung, eine bessere soziale Durchmischung zu erreichen. Jetzt, wie funktionieren diese Algorithmen technisch? Ich gebe eine kurze Einführung. Für die Experten, um das vorwegzunehmen, ich spreche hier nur über angeleitete Klassifizierung oder Englisch Supervised Classification, weil das der relevanteste Fall vermutlich für die meisten Zuhörer ist. Es gibt aber auch noch andere Methoden für solche Systeme. Aber nun, angenommen, wir haben jetzt ein Szenario, wo man diesen Algorithmus trainieren muss. Dazu haben wir Daten. Ja, darüber sprechen ja alle. Hier in Blau sehen wir diese Datenreihen, die in diesen Algorithmus hineingegeben werden. Das sind zum Beispiel wie in der Einleitung die Datenreihen mit einer Spalte kann die Nationalität sein oder eine andere Spalte kann die Distanz zum Arbeitsort sein. Und dann haben wir in Rot, das ist die sogenannte Klasse, das sind Trainingsdaten. Hier wissen wir, ob die Menschen schon eingestellt wurden oder nicht. Und genau diese Information ist in dieser roten Teil ist vorhanden. Und jetzt geben wir diese Daten in einen Algorithmus. Dieser Algorithmus besteht aus zwei Teilen. Zum einen der Architektur, wo ein Designer entscheidet, wie das auszusehen hat, was da genau verwendet wird.
und zum anderen Teil aus den Parametern, die eigentlich, das sind einfach Zahlen, die sagen, wie genau die Sachen verrechnet werden in dieser grundlegenden Architektur. Und dieser Algorithmus, der spuckt dann irgendwas aus. Das ist dann, wenn später wird das die Vorhersage sein, während dem Training hier sind es ist einfach irgendwas Zufälliges. Aber man sucht dann den Fehler zwischen dem Output hier in grün und den richtigen Daten in rot, die wir ja kennen, weil das Trainingsdaten sind. Und suchen dann die Parameter entsprechend vom Algorithmus, sodass dieser Fehler minimiert wird. Und jetzt, wenn wir eine Vorhersage machen wollen mit diesem trainierten Algorithmus, zum Beispiel im Unternehmen, setzen wir das jetzt auf neue Bewerber ein. Da erhalten wir die Informationen von den Bewerbern, diesmal ohne die Klasse, weil wir wollen ja wissen, ob wir sie einstellen wollen oder nicht, werfen in den trainierten Algorithmus hinein und heraus kommt der Output, der sagt, ob wir die Person einstellen sollen oder nicht. Und optimalerweise stimmt der. Jetzt für die Qualitätsmessung von diesen Systemen, was man meistens macht, man guckt, wie genau diese Algorithmen Sachen vorhersagen können und das meistens im Schnitt über ganz, ganz viele Datenreihen, also über ganz viele Bewerber. Jetzt gibt es ein paar Probleme, die ich gerne ansprechen würde. Das erste ist die Kausalität von solchen Systemen. Kausalität bedeutet, warum ein Algorithmus so klassifiziert, wie er klassifiziert. Und das ist für Menschen nicht immer ersichtlich. Also es kann sein, dass ein solcher Algorithmus auch eine Korrelation findet, die für Menschen komisch erscheint, wie zum Beispiel das Bewerber mit braunen Schuhen, dass man die einstellen sollte. Kann sein, macht für uns aber nicht so viel Sinn. Dann kann ein Algorithmus auch falsche Schlüsse ziehen. Ein beliebtes Beispiel hier aus der Forschung ist die Unterscheidung von Huskies, also von einer Hunderasse, und Wölfen. Und Wölfe wurden meistens im Winter fotografiert, ja, weil die Bäume nicht so viele Blätter haben und haben daher Schnee im Hintergrund. Und der Algorithmus hat dann gelernt, dass Wölfe am Schnee im Hintergrund zu erkennen sind. Was natürlich Blödsinn ist, oder? Huskies mit Schnee im Hintergrund wurden dann als Wölfe erkannt. Ja, dazu noch ein weiteres Problem. Die Komplexität dieser Algorithmen nimmt immer mehr zu, weil immer mehr vernetzt wird und auch die Algorithmen sind schwieriger. Hier als Beispiel neuronale Netze, wo wir dann wirklich Milliarden an Parametern haben, die den Input irgendwie aufeinander rechnen und am Schluss wissen wir nicht wirklich, wie wir zum Resultat gekommen sind. Und da ist die Forschung leider auch noch nicht so weit, dass sie wirklich Antworten dazu liefern kann für generelle Fälle. Ja, dann ein weiteres Problem ist der sogenannte Bias, das ist eine Verzerrung von dem Resultat. Ja, zum Beispiel die Rohdaten, die wir da reingeben, die beinhalten bereits Diskriminierung. In unserem Beispiel wurden früher mehr Schweizer eingestellt, das heißt, der Algorithmus, der empfiehlt auch eher Schweizer. Das ist so das einfachste Beispiel. Es gibt aber noch andere Arten von solchen Biases, zum Beispiel genannt Population Bias, wenn man vergisst eine Untergruppe von der Gesamtpopulation von allen Menschen oder über was man auch immer trainiert, beim Training mit einzubinden. Zum Beispiel Seifenspender hat man festgestellt, funktioniert nicht bei Menschen mit dunkler Hautfarbe, weil man sie einfach nicht mit ihnen getestet hat. Aber schwieriger ist dann schon eine andere Art von Bias, das ist der Representation Bias, wo Untergruppen einfach zahlmäßig nicht so stark sind und dann im Algorithmus zwar im Einzelfall einen großen Fehler produzieren, aber diese Algorithmen werden meistens so trainiert, dass halt der Fehler über alle Datenreihen gemittelt wird und das heißt, einzelne Fehler sind nicht so schlimm. Und da kann es durchaus vorkommen, dass denn ein Mensch aus einer Untergruppe oder ja, dass dieser auch schlecht, dass der Algorithmus schlecht funktioniert. Und eine andere Art, der nicht mit Daten zu tun hat, ist der Algorithmic Bias. Das sind Architektur- und Designentscheidungen. Wenn zum Beispiel der Algorithmus es durch seine Einfachheit oder Überkompliziertheit nicht schafft, auf wichtige Details einzugehen, oder auch die Definition von Fehler hat enorme Einwirkungen auf das Resultat, je nachdem, wie man den formuliert. Und dazu komme ich zum dritten Punkt, nämlich der Fairness, die ja bei der Diskriminierungsdebatte sehr wichtig ist. Die angesprochenen Algorithmen, die ich vorher vorgestellt habe, diese unterscheiden zwingend.
Das heißt, sie müssen eine Entscheidung treffen. Und jetzt ist die Frage, wie man diese Entscheidung fair bekommt. Das geht zum einen, man könnte die Rohdaten anpassen, die Informationen, mit denen man den Algorithmus trainiert. Aber dann muss man irgendwie schon wissen, was hinten rauskommen soll, zum einen. Und zum anderen kann man die Daten natürlich beliebig anpassen, aber irgendwann ist es komplett künstlich. Und dann bringt die Geschichte auch nichts mehr. Darum geht man meistens eher über eine Korrektur beim Fehler. Das heißt, das, was beim Training am Ende minimiert werden soll, da kann man natürlich Diskriminierung bestrafen. Und das wird technisch auch so gemacht. Jetzt ist aber die Frage, was ist fair? In der Einleitung haben wir schon gesehen, das ist nicht so ganz klar. Und hier haben wir ein technisches Beispiel von der individuellen versus der Gruppenfairness. Zum Beispiel, nehmen wir an, wir sind in einer Männerdomäne und wir wollen Frauen einstellen, damit eine Parität herrscht, damit es gleich viele Männer wie Frauen gibt. Und das bedeutet aber, dass eine Frau deutlich höhere Einstellungschancen hat als ein Mann im Einzelfall, damit aber im Mittel dann Fairness herrscht. Und diese zwei Definitionen von Fairness, individuell oder Gruppenfairness, in dem Beispiel hier widersprechen sich direkt. Und es gibt ganz viele solcher Widersprüche bei verschiedenen Fairness-Definitionen. Allerdings ist das recht technisch, ich will jetzt nicht darauf eingehen, aber generell kann man sagen, dass die Priorisierung eines Zusammenhangs meistens einen anderen schwächt oder in fast allen Fällen unausweichlich, weil eine andere Datenausgangsstruktur einfach zu anderen Dynamiken führt und man die nicht genau gleich bekommen kann. Ja, ein weiterer Punkt ist auch der Trade-off zwischen Effizienz und Fairness. Also je mehr man einen Algorithmus zu Fairness forciert, desto ungenauer wird er auch. Und das ist ein inhärenter Trade-off, der nicht wegzukriegen ist, ebenfalls. Ja, damit kann man sagen, dass Algorithmen zwar neutral sind, aber eben Datenstruktur und künstliche Zwänge reproduzieren. Und das heißt, diese Fairness, die wir uns erwünschen, die kann nicht technisch herbeigeführt werden, weil sie nicht eindeutig ist und benötigt daher vor allem eine gesellschaftliche Diskussion. Ja, und damit übergebe ich wieder an Linus. Ja, nach diesem technischen Teil würden wir jetzt auf eine rechtliche Perspektive kommen. Und ich würde gleich mal beginnen, um so ein wenig den allgemeinen Regulierungsstand zu ADM-Systemen aufzugreifen. Und grundsätzlich ist da anzumerken, dass es natürlich immer noch ein aktuelles, brandaktuelles Thema ist und es noch keinen Grundkonsens gibt. Es ist auch noch nicht genau abschätzbar, in welche Richtung es gehen kann. Eine mögliche Lösung, die wäre es, das Ganze über den Datenschutz zu regulieren, um algorithmische Diskriminierungen zu reduzieren oder auch zu bekämpfen. In der Schweiz könnte man hier auf das neue Datenschutzgesetz verweisen, das ab 2022 in Kraft treten soll. Darin ist ein Recht auf eine Informierung und auf eine Überprüfung bei vollautomatisierten Entscheidungsfindungen enthalten. In DSGVO, dem Datenschutzgesetz der Europäischen Union, gibt es ein vielleicht noch ein wenig strengeres, also ein strengeres Gesetz, das vorsieht, dass man ein Recht hat auf eine nicht ausschließlich automatisierte Verarbeitung, wenn es zu einer rechtlichen Wirkung kommt. Diese Definition ist aber eigentlich auch ein wenig unklar, denn es ist nicht genau klar, ab wann ist etwas ausschließlich automatisiert und ab wann nicht, schränkt aber tendenziell eher nur Extremfälle ein, wenn das eben so ist. Es ist aber auch klar, dass der Datenschutz alleine als Rechtsrahmen nicht genügt, weil es muss auch für Verfahrensweisen mit ADM-Systemen Leitlinien oder Richtlinien geben. Also es gibt zum Beispiel ein Beispiel, wo ADM-Systeme eingesetzt wurden, um eine optimale Platzierung von Feuerwehrwachen in New York zu bestimmen. Und es spielte da natürlich, das wurde mit öffentlichen Daten gemacht und es spielt dann plötzlich eine Rolle natürlich, wie gewichtet man zum Beispiel die einzelnen Attribute, also kommt es darauf an, wo und wie viele Häuser irgendwo stehen.
Oder spielt es auch eine Rolle, wie viele Menschen in diesen wohnen? Und das würde natürlich, wenn der letzte Punkt nicht berücksichtigt würde, dann würde das vor allem zu einer Diskriminierung von einkommensschwachen Personen führen. Auch der Bund, der Schweizer Bund hat auch schon Richtlinien zu ADEM-Systemen für die Bundesverwaltung herausgearbeitet. Ich möchte nicht groß darauf eingehen, aber es spricht grundsätzlich einige wichtige Punkte an, auf die wir jetzt auch noch kommen werden, aber sie sind grundsätzlich noch zu schwammig formuliert und eben auch gelten sie nur für die Bundesverwaltung. Weiter jetzt mit David. Dazu kommen wir jetzt mit den allgemeinen Regulierungsansätzen, was so rumschwirrt an Ideen, was man da regulieren könnte oder wie. Zum einen, was meistens gefordert wird, ist die Transparenz beim Einsatz von diesen Systemen. Aber auch hier, es beginnt die Forderung bei einer Kennzeichnung, wenn ADEM-Systeme eingesetzt werden, aber die Forderung geht auch bis zur kompletten Veröffentlichung der Algorithmen, was zum Beispiel sich mit dem Geschäftsgeheimnis stören könnte oder dem Verständnis von Geschäftsgeheimnissen in der Industrie. Dann wird schon mehr darüber diskutiert, dass wenn es staatliche Systeme sind, dass es dann komplett offen sein soll, weil da gibt es ja kein Geschäftsgeheimnis. Aber bei der Strafverfolgung ist es schon ein bisschen komplizierter, weil die Behörden argumentieren, oder vor allem die Polizeibehörden, dass wenn Kriminelle den Algorithmus im Detail kennen, dann können sie sich natürlich so verhalten, dass sie nicht detektiert werden. Vielleicht müsste man den Algorithmus dann besser machen, aber auf jeden Fall ist diese Diskussion bei Weitem noch nicht abgeschlossen. Und auch die Frage, ab wo setzt man an? Wir haben vorher gesehen, reguliert ist es rechtlich über den Datenschutz, vor allem bei vollautomatischen Systemen. Aber das ist, sobald ein Mensch ein Häkchen setzt, am Ende eines Outputs von einem Algorithmus ist es nicht mehr vollautomatisch. Und wo soll man wie stark eingreifen? Und was einen möglichen Ansatz, der diskutiert wird, ist der sogenannte Kritikalitätsansatz. Also man sagt, die Anforderungen an einen solchen Algorithmus oder an die Transparenz richten sich nach dem Schadensrisiko, nach der Menge des Schadens, den eine Entscheidung anrichten kann. Aber auch hier die Details, wie evaluiert man so etwas, das ist natürlich elementar. Es gibt auch Forderungen, dass man über Zulassungsbewilligungen spricht, wie die Pharmaindustrie die kennt. Das sind aber sehr strenge Zulassungen, was aber Sinn machen könnte bei sehr kritischen Systemen. Weiter geht es auch um klare Haftung. Wenn ein Algorithmus einen Fehler macht, ja, dann wer haftet? Und hier geht die Diskussion vor allem in die Richtung, dass es eher keine Unterscheidung zwischen Menschen und Maschinen geben soll, also dass eindeutig dass Gesetze technologieneutral formuliert werden zum einen, aber auch, dass ein Mensch oder eine Firma verantwortlich ist, falls etwas schief geht und man die Verantwortung nicht abschieben kann auf eine Maschine. Und auch was ein wichtiger Punkt ist, dass man den Schaden nicht an andere Jurisdiktionen oder die Verantwortung auslagern kann, wie das zum Beispiel beim Steuersystem im Moment der Fall ist. Da gibt es einen Gerichtsprozess von Google versus Spanien, der Europäische Gerichtshof gesagt hat, was europäische Bürger betrifft, das muss auch in Europa, da müssen die Gesetze gelten und man kann nicht nur, weil die Algorithmen in Amerika sind, sagen, das gilt nicht, die Gesetze. Ja. Weiter auch interessant ist die Forderung zum Testen, öffentlichen Testen von solchen Systemen, also dass es eine standardisierte Schnittstelle gibt vielleicht von Unternehmen, wo dann Privatpersonen oder Regulierungsbehörden vom Staat gucken können, ob die wirklich das machen, was sie vorgeben zu machen. Ja, damit gebe ich zurück an Linus. Ja, zum Schluss möchte ich noch einfach ein paar ganz allgemeine Punkte sagen, wie ein gesellschaftlicher Umgang mit ADEM-Systemen unserer Meinung nach aussehen muss. Das ist vor allem in Anbetracht der schnellen Verbreitung von ADEM-Systemen, die sehr absehbar ist, und auch die Weiterentwicklung, die wir erwarten, grundsätzlich wichtig. Und als zentraler Punkt ist uns wichtig, dass eben diese Technologiegläubigkeit hinterfragt wird. Im Vortrag wollten wir aufzeigen, dass Algorithmen nicht einfach neutrale oder
objektive Resultate produzieren, die losgelöst von ihrer sozialen Umgebung existieren, sondern eben sehr stark davon geprägt sind. Die Vorstellung davon, von dieser Neutralität, die verschleiert grundsätzlich die Risiken hinter eben einem Schleier der Neutralität, und sie verhindert auch einen vernünftigen Umgang damit. Denn diese Vorstellung der Neutralität, die verhindert danach zu fragen, wie Normen und Werte in ADM-Systeme übertragen werden, aber auch welche Konsequenzen das für einzelne Menschen und die Gesellschaft haben kann. Und diese Technologiegläubigkeit, die erlaubt eben auch eine Verstärkung sozialer Normen, indem versteckte Diskriminierungen in dem Sinne fortgeführt werden können, weil eben nie danach gefragt wird, was genau in solchen Algorithmen passiert und wie damit umgegangen werden muss. Das heißt vor allem, dass ADM-Systeme mehr zur Debatte gebracht werden sollen. Das lässt sich auf verschiedene Ebenen übertragen, auf die Datenbasis, auf die Struktur und vor allem auch auf den Einsatz, wofür, wann und wie sollen ADM-Systeme eingesetzt werden können. Nicht zuletzt gibt es aber auch einen positiven Effekt von ADM-Systemen, indem nämlich eigentlich dass Algorithmen grundsätzlich Diskriminierung erkennen, zu einer statistischen Erkennbarkeit von Diskriminierung führen können. Ja, und damit sind wir jetzt fast beim Ende des Vortrags. Im Fazit, was wir euch sagen wollen, was ihr mitnehmen sollt, ist, dass diese ADEM-Systeme vor allem zur Reproduktion und Verstärkung sozialer Normen und bestehender Ungleichbehandlung beitragen, wenn man nicht sehr stark aufpasst. Ja, eine diskriminierende Gesellschaft produziert auch diskriminierende Daten und Algorithmen. Die technischen Lösungen dafür sind sehr beschränkt. Wir haben gezeigt, es ist nicht komplett auflösbar, auch dass es Widersprüche gibt in Fairness-Definitionen und dass die technische Seite eigentlich vor allem Gegenstand einer gesellschaftlichen Diskussion sein muss. Um einen Punkt der letzten Slide nochmal ganz konkret aufzugreifen, diese Technikgläubigkeit, dass man annimmt, dass der Algorithmus schon immer recht hat, die ist sehr stark gefährlich und führt vor allem zu Verantwortungsabgabe, und das darf nicht sein, weil, wie gesagt, diese Algorithmen sind zwar nur technisch neutral, aber sozial und gesellschaftlich sicher nicht. Was den Regulierungsrahmen angeht, der ist im Moment ungenügend bis nicht vorhanden. Es finden zwar intensive Diskussionen statt, Regulierungen sind absehbar, aber wir stellen vor allem eine sehr starke Asymmetrie fest zwischen Unternehmen und Regierungsbestrebungen, ihre Interessen durchzubringen, und der Zivilgesellschaft, die fast gar nicht vorhanden ist. Und das heißt, Rechte an derartigen Systemen gibt es fast nicht. Wir müssen zuerst noch ausdiskutieren als Zivilgesellschaft, was wir eigentlich haben wollen, und müssen auch dafür kämpfen. Und damit, um auf den Titel unseres Vortrages zurückzukommen, ist es eine technische oder soziale Frage. Nach unserer Meinung ist es primär eine politische Frage, weil es geht um den politischen Willen, diese Dinge auch tatsächlich durchzusetzen. Damit ist unser Vortrag zu Ende. Wir bedanken uns für euer Interesse und haben hier auf dieser Slide noch weiterführende Links und Literatur für Leute, die sich weiter einlesen wollen, und stehen jetzt im Anschluss für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. So, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Wir kommen auch jetzt langsam zur Fragerunde. Ich habe noch eine Frage von mir. Ich bin 54, ohne Job. Was kann ich machen, um einen Algorithmus auszutricksen?
Okay, danke. Dann eine Frage war noch, die gekommen ist, die hier intern ist, wie wird eigentlich die Fairness kontrolliert? Ist das eine rein politische Angelegenheit? Oder fängt es schon irgendwie ethisch an, schon in der Philosophie an und durchdringt dann erst dann die Gesellschaft? Gut, es scheint so, dass so gewisse Leute ein Problem haben mit dem Ton. Von Seite Regie, es sieht jetzt alles okay aus. Ich weiß nicht, ob es eventuell an der Bandbreite der einzelnen User liegt. Also wir machen momentan ja kurz weiter. Ich hoffe, dass es dann sich die Situation klärt. Eine weitere Frage ist, wie können Firmen dazu bewegt werden, ihre Algorithmen gegen Diskriminierung auditieren zu lassen, beziehungsweise wie wird das gemacht? Okay, wir müssen kurz stoppen. Okay, sonst auf jeden Fall als Information. Die Referenten stehen auch bei Work Adventure zur Verfügung. Also allfällige Fragen können dort noch gestellt werden. Also ich hoffe, man hört mich wenigstens. Und eventuell brechen wir hier ab, als Zeichen von der Regie kommt. Also ich glaube, wir brechen ab. Nur als Kurzinformation noch über den nächsten Talk. Das ist um 20.15 Uhr, auch im Glasroom. Der Talk heißt Hijacked Minds, warum wir ethisches digitales Design brauchen. Durch Ninja Hoffmann und Lea Strom. Wir entschuldigen uns hier für die technische Panne und wie gesagt, bitte tretet dem Work Adventure bei für weitere Fragen.